Mein Name ist Ercan Niknafs. Ich bin für den Bildungsbereich zuständiger Kinder- und Jugendanwalt der Stadt Wien. Und unsere Aufgabe ist, für die Kinder und Jugendlichen da sein, vor allem für ihre Rechte da zu sein und dass ihre Rechte natürlich eingehalten werden und geschützt werden. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Wir haben es vor der Pandemie die Kinder und Jugendlichen in Wien selbst gefragt, was ihre Themen sind. Und daran haben sie ungefähr 22.000 Kinder und Jugendlichen beteiligt. Die Ergebnisse waren überwältigend. Da haben die Kinder und Jugendlichen in erster Linie haben sich für Umwelt und Natur interessiert und für sie war es sehr wichtig. An zweiter Stelle war ihr Thema Bildung für sie war sehr wichtig und an der dritten Stelle war Gesundheit und Körperwohlbefinden. Und natürlich, jetzt sind mal 2 Jahre vergangen, es ist vieles passiert. Wir haben sehen können, dass das Thema Gesundheit auf einmal so wichtig war. Und die Pandemie hat es allen zugesetzt. Wir haben es gesehen, oder die Ergebnisse sind da, die Studien, vor allem die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sind sehr darunter gelitten. Und jetzt seit über einer Woche ist natürlich, viele Kinder und Jugendlichen machen sich auch Sorgen über Zukunft, vor allem wegen dem Krieg und Gewalt. Das heißt, diese drei Bereiche bleiben weiterhin sehr wichtig für die Kinder und Jugendlichen. Das wird sich natürlich immer wieder zeitbedingt unterschiedliche Plätze einnehmen. Und unser Ziel, dass Kinder und Jugendlichen, junge Menschen in Österreich, geschützt vor Gewalt, Armut und Diskriminierung aufwachsen, und zwar egal welche Eltern sie haben, das bleibt weiterhin aufrecht. Und wir wollen natürlich, dass sie lernen, ihre eigene Meinung zu bilden, dass sie kreativ sind, dass sie kritisch sind, dass sie auch keine Angst vor Zukunft und Veränderungen haben. Aber diese besondere Seite natürlich verlangt von uns auch, dass wir besonders für unsere Kinder und Jugendlichen da sind. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Also noch vor 2 Jahren, wenn wir von Pandemie oder Krieg gesprochen hätten, dann würde ich sagen, das ist eigentlich für Europa, es kommt nicht in Frage. Aber wie Sie sehen, die Zeiten verändern sich, es sind mehrere Krisen zu bewältigen und Kinder und Jugendlichen bleiben für Österreich, für jedes Land systemrelevant, dass sie gesund heranwachsen und genau in diesen 3 Bereichen. Das sind natürlich noch weitere Arbeitsfelder sind auch da. Aber wir wollen natürlich, dass Wien weiterhin eine friedliche Stadt bleibt, dass in Wien die Umwelt und Klima geschützt ist, dass wir noch und dann natürlich auch die Gesundheitsversorgung der Kinder und Jugendlichen auf dem höchsten Niveau ist. Und im Bereich Bildung, das ist für uns besonders wichtig, nämlich das ist einer von den wesentlichsten Sozialisationsräumen der Jugendlichen und Kinder und Jugendlichen. Das heißt, sie verbringen in diesen Räumen extrem viel Zeit und dass die Schulen, Kindergärten kindergerechter gestaltet werden müssen, dass dort in diesen Bereichen mehr Ressourcen hineinfließen müssen, dass wir kleinere Klassen haben und mehr Pädagogen, Pädagoginnen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Aktuell wichtigsten Fragen sind natürlich, dass wir gegenwärtig die Pandemie bewältigen müssen, dass mehr Ressourcen in die Kinder und Jugendlichen hineinfließen müssen und zusätzlich zu dem noch der Konflikt oder der Krieg in der Ukraine gegenwärtig kommen viele Menschen aus Ukraine nach Wien, dass wir schauen, dass diese Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Müttern kommen meistens, dass sie Unterbringungen haben, die kindes- und altersgerecht sind, dass sie Kindergartenplätze bekommen und dass sie auch die Schulplätze bekommen. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Wien, meine Träume. Wien ist immer meine Traumstadt gewesen und ich habe ganz gewählt auch Wien ausgewählt hier zu leben. Natürlich möchte ich weiterhin, dass Wien eine friedliche Stadt ist, dass in Wien die Menschen vor Armut, Gewalt und unter Diskriminierung geschützt sind und vor allem, dass wir auf die Klimakrise so gut vorbereitet sind, gerüstet sind, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder ein Klima haben, in dem sie eigentlich gut leben können.